Leute, wir sind in Berlin wegen einem TV-Dreh, also morgen. Also, und da haben wir gedacht, weil VDSCS Army so eine große Familie ist, dachten wir einfach mal, dass wir bei einem Army-Mitglied einfach mal übernachten. Hallo Leute, ich bin's euer Dustin. Ich bin ja gerade mit dem Samuel. Hi! Leute, wir sind in Berlin. Samuel, du, wie denkst du, wie wird Niklas reagieren? Ich glaube, er wird ziemlich verwundert sein und überrascht. Ja. Also, ich glaube, dann ist er nicht mehr so schnell müde. Ja, das denke ich auch. Also Leute, ich war ja schon öfters in Berlin. Samuel bestimmt auch. Samuel, wie oft warst du schon in Berlin? Ungefähr 3-mal so. Ja, okay, ich ungefähr auch so 3-4-mal. Also wir kennen uns schon ein bisschen aus. Also Berlin ist schon richtig geil mit Berliner Tor und so. Brandenburger Tor, sorry. Also, mega mit uns. So Leute, wir sind jetzt bei Niklas angekommen. Er wohnt im 4. Stock. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Was geht ab, was geht ab? So Leute, wir sind jetzt angekommen bei Niklas zu Hause. Also auf jeden Fall richtig cool. Niki, sag was. Ich sprach los. Was geht ab, was geht ab? Niklas, hast du damit gerechnet, dass wir jetzt so einfach in den Haus stürmen? Nein. Ich habe mitbekommen, dass du im Einkaufszentrum auf VDSCS angesprochen wurdest. Erzähl mal. Also, ich war bei den Sniper, bei JD-Laden. Ja, und dann haben zwei Mädchen gefragt, bist du nicht der von VDSCS? Da habe ich gesagt, ja. Dann haben gefragt, ob die ein Foto machen mit mir. Niklas, warum zitterst du so? Weil ich aufgeregt bin. Also, du hast gar nicht mit uns gerechnet? Nein. Und was hast du gemacht, wo du die Musik gehört hast? Mit dem, das was ihr denkt. Ich dachte einfach, hä? Wer macht jetzt die Musik an? Okay. Leute, jetzt habe ich mich beruhigt und jetzt zeige ich dir mal mein Zimmer. Let's go. Was geht ab, was geht ab? Der Niklas wusste ja überhaupt nicht, dass wir hier schlafen. Wir haben den ja jetzt eigentlich gefragt. Und seine Mutter hat eben gerade das Bett gemacht. Also vielen, vielen Dank. Leute, guckt euch an, was der Niklas hier hat. Eine VDSCS Jacket. Also richtig cool. Er ist auch VDSCS Army-Mitglied, wie schon gesagt. Die Nummer 67, Leute. Also auf jeden Fall mega, mega krass. Auf jeden Fall, wenn ihr die Jacke wollt, dann könnt ihr sich jetzt auch im Shop holen. Die ist jetzt auch drin, also richtig geil. Unter vdses-shop.com, Leute, gibt's richtig viele Artikel. Also da sind jetzt die Bauchtaschen neu dazu gekommen. Also richtig cool. Und ja, dann gehen wir mal schlafen. Also Leute, eine wunderschöne gute Nacht. Let's go. So Leute, wir sind jetzt eben gerade aufgestanden. Es war mega, mega cool. Wir haben noch gestern sehr, sehr lange geredet. Also es hat richtig viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir am Frühstücken und dann geht's gleich los, ne? Ja. Was geht ab, was geht ab? So Leute, wir haben uns jetzt fast fertig gemacht und wir sagen mal Samuel. Es geht los. Let's go. So Leute, wir sind auf dem Weg zum Fernsehdreh und der Niklas ist auch mitgekommen. Richtig cool. Mit deinem Bart an den Start. Deine Freundin schreibt auf Instagram, sie würde gerne chatten. Doch ich habe keine Zeit, denn dieser Dustin ist am Rappen. Ich hab keine Zeit zu deppen, die auch gerne darauf wetten, dass ich faul und mich im Rauch auflöse, so wie Zigaretten. Dabei hätten sie so gern, was ich hab, doch sind lahme Schnecken. Euer Neid, der macht euch blind und deshalb seid ihr nicht zu retten. So Leute, wir sind jetzt angekommen beim TV-Dreh. Und Leute, wir haben den ersten Army-Mitglied gesehen, den Damien. Hi. Also Leute, das Kamerateam steht schon bereit. Richtig geil. Und ja, der Dustin ist auch schon da. Und gleich werden ein paar Fragen gestellt und Damien, wie findest du das eigentlich? Cool. Cool.
Findest du das aufregend? Also ist es aufregend für dich? Ja. Cool, das erlebt man ja auch nicht jeden Tag. Das ist schon krass. Wir gehen jetzt mal zum Dustin. Dustin, hi, was machst du jetzt eigentlich? Also wir fangen jetzt an mit dem TV-Dreh. Also es wird auf jeden Fall mega viel Spaß machen. Und ja, let's go. Es sind jetzt schon richtig viele gekommen. Und ja, der Dustin dreht jetzt schon mal weiter mit dem Fernsehdreh. Sag mir, Baby, warum lässt du mich allein? Sorry, Mädchen, nein, ich kann ihn nicht verzeihen. Ich komm nicht mehr zurück, dein Fakt ist leider mein. Mädchen liebt einen anderen, Babe, mein Herz ist war nur dein. Sag mir, Baby, warum lässt du mich allein? Leute, jetzt gucken wir mal, was der Tim so sagt. Er hat eben gerade gesagt, er redet was über mich. Und da hat er das sich wirklich ganz toll gezeigt und hat da ganz tolle Leistung gebracht. Und deswegen haben wir eine Menge Spaß, mit ihm zu arbeiten und machen das auch mit sehr viel Freude. Wie findest du das, was der Tim über dich gerade gesagt hat? Also ich finde das richtig gut, was der gesagt hat. Also was richtig positiv ist, ist richtig cool. Was geht ab, was geht ab? So Leute, der TV-Dreh läuft richtig, richtig gut. Jetzt gehen wir gleich zum Fan-Treffen und jetzt drehen wir weiter. Let's go! Was geht ab, was geht ab? VDSIS Army und ich bin heute hier, weil ich Dustin und Samuel sehen will, weil Dustin ist mein Lieblingssänger und ja, ich bin ein richtig großer Fan. VDSIS ist das Geilste, die können sehr gut rappen und sind einfach nur nett. Es war Samstag und ich stieg in den Bus ein, ich war ganz wach, war beim vollen Bewusstsein und mir war klar, dieses Mädchen, sie ist nicht wie die anderen, ja, sie macht mich so glücklich, meinen Fahrplan habe ich völlig verworfen, ich blieb am Start, trotzdem muss ich vom Bord gehen, der Bus parkt grad und dann stieg ich aus, bei dem Park, da, ja, da ist sie zu Hause, das Automat, schwarz auf dem Parkplatz und ich dachte, krass, ja, das kann ich mir merken, was geht da ab, mein Herz rast, grad wie ein Fahrrad. Ich stehe hier jetzt direkt neben Dustin und das ist so krass, ich habe mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Für mich ist es zu hart, sie anzusprechen. Oh mein Gott, verdammt, sie ist mein Crush. Baby, du bist unglaublich, ganz einfach erstaunlich. Baby, ich brauch dich, ich brauch dich so. So Leute, ich habe ein Geschenk für Vero. So Vero, du bekommst diese VDSIS Bauchtasche. Geil. Ich will auch. Hier. Hier. Cool. Das ist richtig cool von Dustin, dass er mir diese richtig coole Umhängetasche gibt. Ich suche, wenn ich wieder. Freue mich natürlich richtig, dass ich jetzt diese Umhängetasche habe und dass ich halt hier bin. Neben Samuel und Dustin. Weil du wirklich super bist, habe ich dich jeden Tag vermisst. Das ist doch nicht wahr, Mann.